Hallo und Salam alaikum, liebe Balamassas-Freunde, und hallo und Salam alaikum auch an den Rest. Ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Balamassas-Video. Und erstmal vorab möchte ich mich bedanken für die Leute, die zahlreich beim letzten Livestream dabei waren. Danke nochmal an dieser Stelle, ein großes Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war wirklich eine große Freude für mich. Und ich denke, dass es euch auch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall morgen im Livestream wieder. Also heute ist Samstag, der 5.12. Ja, genau. Und ja, morgen ist Sonntag, der 6.12. Und am 6.12. Sonntag, also morgen, werden wir uns dann im nächsten Livestream sehen, inshallah. Und ja, werden da wieder dann einfach eine schöne Zeit haben, und dann kann ich wieder ein, zwei Stories aus meinem Leben raushauen. Und genau. Ja, worum geht es in diesem Video heute? Und zwar geht es so um das Thema Tels Düzen oder auch Tels Akkord, ja. Ich bin da gestern kurz im Livestream drauf eingegangen, wenn du dich noch erinnern konntest, oder wenn du dich noch erinnern kannst. Und zwar geht es darum, dass ich ja meine Seiten gewechselt habe von der SAS hier gestern. Und ich habe aber die Seiten in einer anderen Reihenfolge dran gemacht, als wir sie normalerweise dran machen. Ja, wenn wir diese Seiten, wenn wir die Seiten wechseln, die Seiten neu dran machen. Genau. Und zwar, ja, werde ich darauf eingehen, was ist überhaupt Tels Düzen, was ist Tels Akkord und warum macht man das und wie hört sich das Ganze an? Genau darum soll es in diesem Video gehen. Also so ein bisschen theoriemäßig quasi auch. Und zwar, so, Entschuldigung. Ja, also erstmal, wir haben ja bei der SAS immer einen Grundton, ja. Also erstmal, sorry. Tels Düzen, Tels Akkord, was heißt das überhaupt? Also übersetzt können wir das, also wir können das mit umgekehrte Stimmung einfach übersetzen. Umgekehrte Stimmung auch, warum, das erzähle ich dir jetzt auch. Und zwar ist es so, wir haben bei jeder Sus eine Grundstimmung, sag ich mal, wenn wir sie stimmen. Ja, wir haben einen Grundton. Und dieser Grundton richtet sich nach der Korpuslänge der Sus. Also Korpuslänge ist quasi, ich sag mal, der Bauch der Sus quasi. Also der Bereich von hier, so. Hier Anfang des Halses sozusagen, des Griffbrettes bis quasi hier ganz unten zum Korpus. Also quasi dieser Bereich, wo der eine Finger ist, und dieser Bereich hier ganz unten, das ist quasi die Korpuslänge. Und der Grundton, die Stimmung des Satzes richtet sich nach der Korpuslänge. So, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Also erstmal, wir unterscheiden bei der klassischen Kissa-Sub-Sus, bei der klassischen Kurzhals-Sus zwischen verschiedenen Grundtönen, verschiedenen Stimmungen. Und das fängt an bei La und geht dann bis zum Ende bei Sol. Also La, Si, Do, Re, Mi, Fa Dies gibt es auch noch, und Sol. Das sind so die Grundtöne. Und La ist natürlich der tiefste Ton, also das tiefste, was man stimmen kann, halt, so vom Ton her. Und Soll ist dann dementsprechend das höchste. Und genau, und die Korpuslänge entscheidet letztendlich darüber, wie wir unsere Sus stimmen können, also grundsätzlich. Das kann man natürlich auch ändern, aber darauf werde ich dann auch nochmal eingehen. Genau, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Diese Sus hier zum Beispiel hat eine Korpuslänge von 37,5 cm. Habe ich gestern noch gemessen. Und dementsprechend kann man diese Sus, ich glaube, bis Re geht die, glaube ich, nicht, der Grundton. Ich glaube, bis Do Dies, also La Si Do, Do Dies, und genau. Do Dies macht, kann ich mit der auf jeden Fall spielen. Re habe ich nie ganz ausprobiert, aber könnte ein bisschen eng werden. Wobei normalerweise eigentlich eine 37,5 cm lange Sus, also vom Korpus her, eigentlich auch Re, also Re als Grundton haben sollte, ziehen müsste quasi. Genau. Und ja, und bei einer Sus zum Beispiel, die jetzt wiederum bei einer Korpuslänge von, ich sag mal, 43 cm hat, kannst du grundsätzlich kein Do Dies spielen, sag ich mal, von der Stimmung her, vom Ton her, ja. Denn umso länger quasi der Korpus ist, ja, einer Sus, umso tiefer ist der Grundton, den du damit spielen kannst. Andersrum, umso kleiner, umso kürzer der Korpus ist, umso einen höheren Ton kannst du spielen. Ich sag mal als Beispiel, mit deiner Sus, die 35 cm ist von der Korpuslänge her, kannst du zum Beispiel ohne Probleme, oder sonst ohne Probleme, Mi spielen vom Grundton. Also als Kalashes, als Grundton Mi. Bei einer Sus, die 43 cm ist, geht das grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich so. Und da kommen wir jetzt mit dem Test, diesen Testakkord, das kommt jetzt da ins Spiel. Und zwar, welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Nun, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sus hast mit einer Korpuslänge von, ich sag mal, 42 cm und du kannst maximal Do spielen als Ton, so. Als Grundton, als Color Sus. Und du willst aber einen höheren Ton spielen, ja, weil du generell, ja, einfach mit höheren Tönen spielst, das einfach für dich besser klingt. Ich spiele übrigens auch mehr mit ja, höheren Tönen als tieferen. Aber wobei manchmal bevorzuge ich auch tiefere, aber grundsätzlich spiele ich mit höheren Tönen so. Mag ich halt, es hat Geschmackssache letztendlich. Genau, aber wenn du jetzt sagst, sag ich jetzt so mit deiner 42 cm langen, also wo die Korpuslänge halt 42 cm lang ist mit so einer Sus, du willst halt einen höheren Ton spielen, dann kann da Test-Düsen-Test-Akkorde helfen, ja. Und zwar ist es so, also bei Test-Düsen-Test-Akkorde, was machen wir da? Ich zeig's dir mal, ich hoffe, man kann es erkennen. Also wir haben ja hier ganz oben, also die obersten zwei Saiten haben wir eine etwas dickere Saite, die nennt man im Türkischen Bamteli. Und dann haben wir eine dünnere Saite. Davon haben wir insgesamt drei. Also wenn wir bei der klassischen Sapsa so. Und zwar eine hier ganz oben, also zweite Reihe quasi. Und einmal die zwei letzten Reihen sind auch nochmal zwei dünnere Saiten. Das merkst du aber eh, wenn du die Saiten mal dran machst oder die einfach fühlst. Ja, genau. Und die lassen wir gleich halt, wenn wir Telstyzen machen. Ja, also die obersten beiden Saiten, da ändern wir gar nichts. Dann aber kommen wir zu den zwei mittleren Saiten. Und da wiederum ändern wir einfach was. Ja, und zwar, wir haben normalerweise in der Mitte zwei etwas stärkere Saiten. Ja, also etwas härtere Saiten, sag ich mal. Das merkst du auch, wenn du die fühlst. Und diese ersetzen wir aber einmal durch das Bamteli, durch die etwas dickere Saite, die wir normalerweise in der dritten Reihe ganz oben haben, also quasi die fünfte Saite, also von oben gesehen. Die setzen wir als dritte Saite ein, ja, also genau, zweite Reihe ganz oben. Und die eine dünne Saite benutzen wir quasi dann darunter, ja, also wir benutzen keinen von den härteren Saiten in der Mitte. Und ganz unten wiederum benutzen wir die zwei Saiten, die wir normalerweise in der Mitte benutzen, ja. Ich hoffe, du kommst mit. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, dann kannst du das natürlich auch in die Kommentare noch schreiben. Dann werde ich dieses Video auch von neu machen. Das will ich wirklich. Und genau. Also quasi, wir wechseln halt die dritte Reihe, die letzte Reihe und die mittlere Reihe quasi. Also hier, die etwas dickere Saite, die wir ganz unten haben, machen wir hier in der mittleren Reihe oben. Und eine von den zwei dünnen Saiten, die wir normalerweise unten haben, machen wir dann in der Mitte die untere Reihe. Also quasi die vierte Reihe insgesamt von oben gesehen. Genau. Und eine Seite bleibt letztendlich über. Also wir haben insgesamt statt dann sieben Saiten, haben wir insgesamt sechs Saiten. Zwei oben, zwei in der Mitte und zwei ganz unten. Ich hoffe, man erkennt das nochmal hier. Das sind die etwas zwei stärkeren Saiten, also von den dünneren, sage ich mal. Hier ist, genau, und wir haben hier zwei Bamteller, also zwei dickere Saiten. Die noch dickere ist die, die immer ganz oben kommt, ja. Also erste Seite quasi, erste Reihe, ganz oben. Und die etwas dünnere von den zwei weißen Saiten, sage ich hier mal, von den etwas dickeren, die wird dann hier in der Mitte eingesetzt. Also die Seite, die normalerweise hier in der dritten Reihe ist. Genau. Und welchen Sinn und Zweck hat das Ganze? Der Sinn und Zweck ist, dass wir einfach so Töne spielen können, die wir halt sonst normalerweise nicht spielen können, weil halt die Korpuslänge nicht gegeben ist, sag ich mal, für den Ton, den wir spielen wollen. Also zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein Beispiel, mit dieser Sus spiele ich vom Grundton Do Dies. Also La ist noch, also nochmal zu verdeutlichen, um das zu verdeutlichen, La ist der tiefste Ton und dann geht es immer höher. Si, Do, dann kommt Do Dies, dann Re, dann Mi, dann Fa Dies und dann Sol. Ja, und ich spiele mit der Do Dies normalerweise, Do auch manchmal, aber grundsätzlich Do Dies. Und jetzt habe ich den Ton auf Mi gestimmt, ja, also nach Do Dies kommt ja Re und danach Mi, also zwei Töne weiter quasi. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Sus hast mit einer Korpuslänge von 43 cm, spielst Do als Beispiel, möchtest aber vom Ton her Re spielen, dann kann dir das Test-Düsen auf jeden Fall helfen, ja.
Und ist auch sehr sinnvoll. Übrigens, ich empfehle dir grundsätzlich, Telstyzen R einzusetzen, wenn du eine Korpuslänge ab 41, 42 Zentimeter oder mehr hast. Weil ich habe das jetzt mal ausprobiert, aber bei so einer kürzeren Korpuslänge lohnt das sich nicht so sehr, finde ich, da du schon grundsätzlich einen etwas tieferen, einen etwas höheren Ton hast. Deswegen einfach. Genau. Und, ja, wie hört sich das Ganze jetzt an? Ja, du wirst vielleicht auch den Unterschied merken, dass sich das anders anhört wie bei einer Sus, die halt die klassische Saitenreihenfolge hat. Und zwar hören wir uns das Ganze mal gemerkt schon, vielleicht ist es ein Unterschied, wie, ja, wie wenn du quasi klassisch spielst, sag ich mal, ja. Genau. Das hat sich wieder sehr in die Länge gezogen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, um dir das zu erklären, ja, was ist Telstyzen, was ist Telstakkord, genau, und ja, Karaszes, wie gesagt, also Karaszes heißt Grundton, sag ich mal, Grundstimmung. Wenn wir das wörtlich übersetzen, dann heißt es Entscheidungston, also Karar heißt im Türkischen Entscheidung und Ses heißt Ton. Ja, also Ses heißt Ton. Ja, diesen Begriff gibt es halt oft bei Sas. Also kannst du dir merken, Ses gleich Ton, also Ses. Und richtig, aber ja, wir können es übersetzen mit Grundton oder Grundstimmung. Genau. So, das war ein bisschen Theorie. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Und wenn ich es nicht gut erklärt habe, dann bitte ich das wirklich zu entschuldigen. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich wollte dieses Video nicht wieder zum hunderttausendsten Mal neu starten. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was gelernt wenigstens. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du dieses Video ja liken. Und wenn nicht, dann kannst du mir natürlich auch Kritik geben oder sagen, ey, das war nicht gut, du hast es nicht gut erklärt. Ich bin ja immer sehr offen. Und ja, so halt. Das war es eigentlich von mir und wir sehen uns dann morgen, inshallah, im Livestream. Also das nächste Video, was kommt, wird ein Livestream sein. Und da werden wir uns dann, inshallah, sehen und eine schöne Zeit wieder haben. Ja, und bis dahin, bleib gesund, bleib dir selbst treu, bleib vernünftig. Bis zum nächsten Mal. Dein Sas-Freund, der Baran.